Faschismus, Erdogan-Bahçeli-Faschismus und seine IS- und Al-Qaida-Banden vorzugehen. Um diese Banden zu stoppen, ihre Dörfer, ihre Häuser, ihren Besitz vor ihnen zu schützen. Über 200 Menschen wurden von diesen Mördern, von diesen Mörderbanden unter den Augen der Welt ermordet. Während die Bundesregierung zu Recht sagt, ja, in Ghouta wird weitergebombt, schweigt sie zu Afrin. Afrin ist ihr keine Silbe wert, während dort Zivilisten sterben. Aber die Bevölkerung von Afrin ist entschlossen, sich zu verteidigen. Die Bevölkerung von Afrin hält zusammen. Sie hält zusammen, weil sie für ein eigenes, für ein demokratisches, für ein selbstverwaltetes, für ein frauenbefreites Modell steht. Für ein Modell, das Zerok Apo, Abdullah Öcalan, entwickelt hat und das auf seinen Schultern steht. Und deswegen ist der Widerstand von Afrin immer auch ein Widerstand von Imrolle. Liebe Freundinnen und Freunde, wir machen jetzt eine Schweigeminute für unsere gefallenen Kämpferinnen und Kämpfer. Şehit Namerim! Şehit Namerim!